Die Viertelfinalspiele in der Hockey-Feldsaison laufen beim Mannheimer Hockey-Club ganz unterschiedlich ab. Während die Damen ihr erstes Spiel souverän gewinnen, verlieren die Männer die erste Partie und sind jetzt im Zugzwang. Wir haben das erste Spiel verschlafen, besser gesagt die ersten 20 Minuten, aber wir haben auch im ersten Spiel eine Reaktion gezeigt noch während des Spiels. Und ja, das ist natürlich ärgerlich, aber die Mannschaft ist nicht nervös, sondern die ist eher bereit und voller Vorfreude. Das erste Spiel verschlafen bedeutet konkret, die Mannheimer liegen zur Halbzeit 0:4 hinten gegen den Krefelder HTC. Auch die gezeigte Reaktion ändert nichts mehr am Spielausgang. Am Ende verliert der MHC mit 2:5. Um das Final Four jetzt noch zu erreichen, müssen die Herren beide Spiele am Wochenende gewinnen. Ein Ausscheiden wäre besonders bitter. Das Final Four findet dieses Jahr nämlich in Mannheim statt. Daran möchten wir jetzt erstmal nicht denken, weil, wie gesagt, wir haben noch alles in eigener Hand und wir werden erstmal von Spiel zu Spiel schauen. Was das jetzt zählt, ist das Spiel am Samstag. Das, was zählt, dass wir am Samstag von der ersten Sekunde an voll da sind, das ist das Wichtigste. Und dann haben wir das dritte Spiel sozusagen am Sonntag dann wieder die gleiche Performance abliefern. Und dann werden wir sehen am Sonntagabend, entweder sind wir dabei oder nicht, aber wir werden alles dafür geben, dass wir hier spielen können. Während es bei den Herren am Samstag also um alles oder nichts geht, haben die Damen da ein bisschen mehr Spielraum. Sie gewinnen ihr erstes Spiel auswärts gegen den Münchner SC souverän mit 6:1 und können zuversichtlich in Spiel 2 gehen. Ich denke mal, München wird sich auf jeden Fall einiges nochmal überlegen gegen uns. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall das dicke Ziel, Samstag schon am besten das Final Four Ticket zu ergattern. Also notfalls machen wir auch den Weg über Sonntag und über ein drittes Spiel. Hauptsache wir kommen hin. Dass das natürlich charmant ist, irgendwie Samstag schon das Ganze zu erreichen, auch weiter ungeschlagen zu bleiben, ist glaube ich logisch und daher ist das auch das primäre Ziel. Gewinnen die Damen am Samstag ihr Spiel zu Hause, qualifizieren sie sich direkt für das Final Four in Mannheim. Die Mannschaft von Trainer Niklas Bennecke hat in der laufenden Saison noch nicht ein Spiel verloren. Also die Performance am Samstag letzte Woche in München war sehr gut. Ich denke, wenn wir da wieder unsere Basics und unseren Kampfgeist an den Tag legen, dann wird uns da auch nichts stoppen. Es liegt also ganz viel an uns, daher müssen wir unseren Job machen. Wenn dann München Qualitäten aufbringt, die wir noch nicht kennen, dann müssen wir darauf reagieren. Das sollte aber eigentlich auch klappen. Daher, wie gesagt, sehr optimistisch. Ein Final Four in der Heimat zu spielen, ist für beide Mannschaften das primäre Ziel. Bei den Damen ist ein Erreichen eigentlich nur noch Formsache. Für die Herren allerdings könnte es nochmal spannend werden.